Die Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari hat weltweit Empörung und Proteste ausgelöst. Vor der iranischen Botschaft in London verurteilten zahlreiche Demonstranten die Exekution. Der 27-jährige Afkari soll 2018 während einer Demonstration einen iranischen Sicherheitsbeamten getötet haben. Navid war nach seiner Verhaftung einem schockierenden Katalog von Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen ausgesetzt, darunter Folter. Er wurde wiederholt gefoltert, sowohl physisch als auch psychisch, um zu gestehen. Und ihm wurde während der gesamten Ermittlungsphase der Zugang zu einem Anwalt verwehrt. US-Außenminister Mike Pompeo twitterte, die Exekution durch das iranische Regime sei eine bösartige und grausame Tat gewesen. Neben mehreren Menschenrechtsorganisationen hatten auch Afkari selbst und seine Familie erklärt, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden. Die Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Bundesregierung zeigte sich zutiefst bestürzt.